This time on the show with the crackhead no one wants to watch. Hallo und grüß Gott, die Herrschaften, zu einer speziellen Folge von Leck mich am Arsch. Bestes Intro ever. Heute geht's um das Thema Gewinnspiel und Depression. Mit Depression meine ich übrigens, ich spreche heute Hochdeutsch, denn es gibt ja auch Menschen, die meine Videos gucken, die nicht Dialekt sprechen und verstehen. Folgendermaßen. Mit Depression meine ich im Prinzip, jetzt gerade im Moment läuft ja das schöne Festival Nova Rock. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Manche kennen es sicher, manche vielleicht nicht. Ist ein Festival, wo die Musik eher in Richtung, wie der Name das schon sagt, Rock und Metal ist. Hey, krass, was der Typ für Sachen macht! Der ist so abnormal! Jedenfalls mal, ich wollte dahin. Freunde von mir sind hingefahren, ganz viele sogar. Kann man alles auf Snapchat sich alles reinziehen. Ich konnte nicht hin, wegen Arbeit. Ich fick mein Leben, Alter. Jetzt sehe ich so auf Snapchat, alle gehen voll ab, voll Party, voll geil, Linkin Park, System of a Down. Fickt euch. Depression meine ich damit. Ihr habt es sicher schon auch gehabt. Du willst auf ein Festival, kannst aber wegen irgendwas nicht hin. Und deine Freunde fahren dahin, gehen voll ab und du siehst dir das an. Und dann hast du einfach so dieses maximale Gefühl von, ich fick mein Leben, Alter. Ich ficke mein Leben, Mann. Jedenfalls mal, das meinte ich mit Depression. Ich hasse das, ich wollte es nur mal ansprechen. An alle von meinen Freunden, die das gerade sehen. Fickt euch. So, das zweite, was ich ansprechen wollte, ist, ich habe ja einmal ein Tutorial rausgehauen für Melbourne Shuffle. Eine Frage an euch, wollt ihr noch eins sehen? Interessiert es euch nicht? Ich habe ja ein paar Däumchen nach oben bekommen, so für meinen Channel, für mein Verhältnis gar nicht mal wenig, ich glaube 3 oder so. Ja, jedenfalls mal, wenn es euch interessiert, ich kann gerne noch eins machen oder auch nicht. Und ja, Skate-Videos werde ich auch noch ein paar machen demnächst, weil jetzt gibt es ja wieder gutes Wetter. Ne? Und jetzt kommen wir zum Hauptteil des Videos. Mann! Können wir das bitte rausschneiden? Das war krass behindert. Danke. Nee, auf jeden Fall mal. Beim Gewinnspiel geht es darum, ich gehe nämlich auf das Electric Love 2017, das Festival in Österreich am Salzburg Ring. Und zwar ist es so, dass ich campen gehe auf dem Südcampplatz. Campingplatz. Hashtag English Knowledge. Falls ihr mich seht und ihr seid ein Abonnent, mir ist es egal, ob ihr gerade heute abonniert habt, weil ihr das Video gesehen habt, oder schon seit 2 Jahren Abonnent seid, weil mein Channel gibt es ja schon seit Ewigkeiten und ist eigentlich mega winzig klein. Oh yeah. Egal. Falls ihr Abonnent seid und ihr seht mich, also das Wichtige ist, ihr müsst Abonnent sein, sonst funktioniert das nicht. Und wenn ihr mich seht, dann kommt ihr zu mir hin. Digga. Dein erstes Video hieß Aluhead Shuffle. Fick deinen Kopf lang. Dann geht ihr einfach her, sagt mir, wie mein erstes Video hieß. Und batz, ihr habt gewonnen. Gilt nur für den allerersten, der mich trifft. Also wenn ihr mich seht, kommt einfach zu mir ran, sagt mir das. Nicht scheuen. Denn mich kennt fast keine Sau, das heißt, es könnte sein, dass ihr der Erste seid. Die Chance ist ja jetzt ziemlich groß, weil mich halt keine Sau kennt, ne? Ja gut, aber wer nicht mitmachen darf, sind Freunde und Bekannte von mir, denn das wäre hart unfair. Und eigentlich ziemlich hart sinnlos. Deswegen fickt euch. Wie gesagt, ich werde auf dem Südcampingplatz sein vom Electric Love, ich werde ja auch im Festival unten auch sein. Und auch irgendwie rundherum schwirren, was auch immer, ne? Also einfach herkommen, Digga, dein erstes Video hieß so und so, geh sterben, Alter. Und
ihr habt gewonnen, wenn ihr der Erste seid. Was es zu gewinnen gibt. Es gibt... eine 50 Euro Paysafe Karte. Also, dann wünsche ich euch viel Glück. Vielleicht schafft ihr es, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch, keine Ahnung, stirbt wieder irgendjemand und gerade ihr seid es, kurz bevor ihr mich gesehen habt oder so. Ey! Shit. Ey, ich bin so der Mist geworden. Ja, jedenfalls mal wünsche ich euch viel Glück und ich freue mich, falls mich jemand erkennt. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wenn, dann geile Scheiße, Mann. Und wenn du noch dazu, wenn du, der Gewinner, echt Knorke bist, dann wirst du auf einen Getränkeunfall eingeladen. Im österreichischen Stil. Und da spreche ich von Lederhosen, von Schnitzel, von auf dem Berg jodeln. Mit Bier. Digga. Scheiße, Mann. Ja, gut. Passt. Dann wünsche ich euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Keine Ahnung, was ihr gerade macht. Adios. So much more on the next episode of Volleyball Z.